Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es, wie im letzten Video besprochen, um meine Verkleidung. Ich werde diesmal abbauen und dann gucken wir mal drunter, was da jetzt so alles kaputt ist, beziehungsweise noch ein paar Kratzer hat, denn im letzten Video habe ich euch ja erzählt, ich hatte einen kleinen Rutscher mit meiner Fireblade, nichts Wildes, bei 60 km/h, kurz Hinterrad weg, aber ja, passiert. Wer sich für das letzte Video interessiert, der klickt einfach mal hier oben, da ist es verlinkt. Und ich würde jetzt sagen, nicht lange schnacken, sondern Kopf in den Nacken. So, ich würde sagen, ich schmeiße euch einfach in Zeitraffer an und los geht's. Gut, Leute, habe ich gesagt, wir sehen uns jetzt in einem Zeitraffer. Habe ich gesagt, wir gucken uns jetzt die Verkleidung drunter an. Und habe ich gesagt, so ein Vollidiot formatiert einfach seine Speicherkarte neu, bevor die ganzen Aufnahmen am PC sind. Ja, Leute, willkommen wieder mal zu einer neuen Folge beim Losty. Ich habe die kompletten Aufnahmen, wie die Verkleidung ab war und wie ich die Verkleidung wieder dran gebaut habe, einfach quasi gelöscht, indem ich die Speicherkarte neu formatiert habe. Ja, bei mir läuft auf jeden Fall hart, weil ich bin wieder so ein Vollidiot, Alter. Aber ja, kennt ihr das endlich anders von mir, dem Losty. Auf jeden Fall, Leute, hätte ich jetzt einfach mal gesagt, ich zeige euch jetzt mal die Verkleidung von außen, wie ich sie halbwegs repariert habe. Denn, wie gesagt, es wird wahrscheinlich im Winter noch eine neue kommen oder eventuell sonst nächstes Jahr, muss ich mal gucken, wie sie es budgetmäßig ausgeht. Denn, ja, wie soll ich sagen, ich habe ein Racebike gekauft. Ja, aber ihr wisst doch, was das heißt. Nächstes Jahr geht es auf die Renne. Da habe ich auch schon extrem Bock. Mehr zu meinem Racebike gibt es dann Anfang 2022, denn ab da werde ich mir das Ding wahrscheinlich zu mir stellen. Steht momentan noch beim Kollegen, denn ich habe die meinem Kollegen abgekauft. Und da erwarten euch auf jeden Fall wieder ein paar geile Videos, denn wir müssen ein bisschen was an die reparieren. Aber wird geil. Aber jetzt mal zurück zum Thema, zu meiner geilen Fireblade. Auf jeden Fall, seht ihr sie? Also am Anfang war da kein Panzertipp drauf, aber meine Kupplungspumpe sifft ja, wie gesagt, das heißt, sie hat wieder da drauf getropft und ihr seht, da geht der ganze Lack ab. Top! Aber ist eigentlich egal, da kann ich hier kurz drüber sprühen. Auf jeden Fall, ich habe hier alles geklebt, alle scharfen Kanten sind jetzt weg. So wird es hoffentlich dem Prüfer dort passen, denn wie gesagt, ich wollte das Ding nicht wirklich vernünftig reparieren, nur halt für den einen Tag, denn es kommt ja so oder so eine neue Verkleidung. Und ihr seht ja, ich meine, ich sag so, wie es ist, ich habe einfach Harz drüber geleert, schön ein bisschen angeschliffen, dass der Lack auch halbwegs hält und das war es dann auch. Denn ja, ich wollte es jetzt nicht mehr schön eben schleifen, denn für was? Neue Verkleidung kommt ja so oder so. Dann hier unten ist eigentlich nicht mal ganz so schlecht geworden. Schön hart, da ist das Loch zu und ich muss sagen, lackieren kann ich. Denn guck mal an, das habe ich alles neu lackiert und das ist halt echt top geworden. Also das kann man echt lassen. Was ich halt auch noch gemacht habe, war hier diese Kante. Da waren halt auch Kratzer, die habe ich komplett niedergeschliffen. Schön mit 1000er Schleifpapier und jetzt schaut euch das an. Hier habe ich ein bisschen beilackiert, da sieht man wirklich gar nichts mehr. Also ich glaube, das kann man echt so lassen. Dann am Heck muss ich zugeben, da habe ich gar nichts gemacht. Ich habe hier ein bisschen drüber geschliffen und dann einfach wirklich einfach stumpf drüber lackiert. Denn wie gesagt, ist nur für den einen Tag, dass der Prüfer hoffentlich ein bisschen beruhigt ist. Denn ich glaube, wenn ich dann mit lauter scharfen Kanten ankomme, dann kann ich gleich wieder umdrehen und nach Hause fahren. Denn prinzipiell, solange keine scharfen Kanten und keine wirklich groben Risse drin sind, sollte der Typ eigentlich jetzt nicht wirklich meckern. Und ich hoffe, dass ihm das gerecht wird, dass ich da auch wieder heimfahren kann. Dann nochmal kurz, unter der Verkleidung hatte das Ding wirklich keine einzige Beschädigung. Also echt top, was mir halt aufgefallen ist, mein Kühler ist leicht korrigiert außen. Das heißt, den werde ich im Winter wahrscheinlich außen ein bisschen anschleifen und dann mal komplett neu lackieren. Aber sonst wirklich keinerlei Beschädigungen, bis halt mein Limo-Deckel ist leicht angeschliffen, den habe ich jetzt auch ein bisschen gerade geschliffen und einfach mit der Sprühdose drüber lackiert. Denn ja, für was denn? Da kommen so oder so Carbon-Schoner drüber, dann sieht das eh keiner mehr. Und vor allem, der Motordeckel war ja vom Vorbesitzer auch schon lackiert. Und ja Leute, ich habe auch ein paar neue Teile für die Fireblade. Dazu muss ich aber auch sagen, das eine Teil, nämlich einen neuen Auspuff. Ja, ich weiß, ich habe den Aero jetzt noch nicht lange, aber ich habe nicht widerstehen können. Den Auspuff, den habe ich schon ein bisschen länger. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, die wissen es. Den hatte ich, glaube ich, schon 2 Wochen, 3 Wochen, bevor er vor meinem Rutscher.
Und ich gehe jetzt einfach mal hin. Und ich glaube, ein paar Leute von euch, die diese Marke einfach lieben, so wie ich, die werden einfach, denen wird jetzt einer abgehen. Bam, Digga. Ein fucking Akrapovic. Man kann sich jetzt fragen, warum hat der Wichser einen Akrapovic gekauft, wenn er gerade einen Arrow gekauft hat? Ich muss sagen, ich wollte nämlich nicht wirklich einen Akrapovic, vor allem das ist auch der Akrapovic vom Facelift, das heißt vom Euro 3 Modell und meine ist ja noch Euro 2. Nur, dieser Akrapovic kostet neu zwischen 800 und 900 Euro. Ich habe für diesen jetzt bezahlt, noch der schöne alte mit Titanrohr, das sich gefärbt hat. Boah, da geht man auch. Ich habe für den bezahlt 270 Euro und der Typ, wo ich ihn gekauft habe, der hat mir den sogar extra nach Linz gebracht, weil er in Linz arbeitet. Und ja, Alter, größte, geilste Aktion. Und für dieses Geld, dann der Akrapovic, wer könnte da Nein sagen? Vor allem, ich könnte den Akrapovic, wenn ich ihn jetzt wirklich nicht haben will, für das doppelte Geld quasi verkaufen. Ich habe einfach nicht Nein sagen können, denn ihr kennt mich ja. Ich bin so ein Akrapovic-Fanboy, ich brauche das einfach. Denn ihr wisst ja, im Winter kommt wahrscheinlich, beziehungsweise was heißt wahrscheinlich, ich habe schon so gut wie bestellt, für die Fireblade Aerogrimmer. Sprich, der Cut fliegt raus. Der Cut fliegt raus. Denn bei diesem Baujahr ist das ja noch legal möglich. Nur mit dem Aero könnte es dann doch vielleicht etwas laut werden. Deswegen bin ich auch froh, dass ich den Akrapovic habe. Denn ihr kennt Akrapovic, sind ja berichtigt. Sie sind nicht die lautesten, aber sie klingen einfach geil. Und wenn ich jetzt eh schon, also quasi D-Cut habe, also keinen Cut mehr drinnen habe, dann glaube ich, mit diesem Dämpfer, da was ein bisschen mehr Dämmung hat, wie der Aero ein bisschen leiser ist, wird es dann auch noch entspannt fahrbar sein. Denn ich habe schon mal erzählt, mir geht es beim Cut rausmachen nicht um die Lautstärke. Natürlich, Lautstärke ist auch geil. Dafür hätten mich jetzt sicher wieder viele. Aber was ich halt einfach geil finde ohne Cut, es bringt bei ihr so viel an Leistung, das ist einfach krank. Ich meine, ich habe es eh schon mal erzählt, ich habe Prüfstände gesehen, also Prüfstandsberichte gesehen, Videos, da wo Cut raus, K&N ein Sportluftfilter rein und das Ding hat ohne Abstimmung einfach mal 15 PS mehr am Hinterrad gehabt. Das ist halt schon krass und mit Abstimmung bist du auch gut bei 20 PS mehr. Und ist halt schon verlockend, denn wenn man sie abstimmen lässt, dann hat man auch die 170 PS, was Honda angibt. Denn ich habe schon mal erzählt, keine SC57 vor Facelift hatte damals die echte Leistung, die Honda angibt. Deswegen ist die Firebird auch relativ unbeliebt, aber ich habe sie mir jetzt wirklich nicht gekauft wegen der Leistung, sondern einfach, das Gesamtpaket ist einfach geil. Optik, Sound und Fahrverhalten passt einfach. Im letzten Fireblade-Video, glaube ich, habe ich auch noch mal kurz erzählt, dass ich die Blinker nach hinten montieren muss. Das geht leider bei dem Kennzeichenhalter nicht. Deswegen habe ich mir jetzt einfach was Neues gegönnt, denn mich nervt es, dass ich den Winkel nicht verstellen kann. Denn, ja, ich sag mal so, man ist halt hin und wieder auch mal an Orten, wo etwas viel, ja, ich sag mal so, Polizei ist. Und dann wäre es schon geil, wenn man das Kennzeichen einfach einklappen kann. Deswegen ein neuer Kennzeichenhalter, in dem man den Winkel lückenlos verstellen kann. Und hier auch schön mit Blinkerhalter, dass sie hier unten festgemacht sind. Wie gesagt, auch nur für den einen Tag. Sobald ich da überprüfen war, wandern die Blinker natürlich wieder hier nach oben, denn ich feiere das einfach hart. Ich habe natürlich auch noch ein, zwei Teile mehr, aber ich will euch jetzt eigentlich nicht zu viel vorwegnehmen. Die ganzen Umbausachen seht ihr dann im Winterprojekt. Das wird voraussichtlich starten Ende November, Anfang Dezember. Ich wollte euch nur mal einen kleinen Einblick geben. Deswegen Leute, bleibt dran, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Zeigt es mir mit einem Daumen hoch. Vergisst nicht, die Glocke zu aktivieren. Ihr kennt YouTube, sonst bekommt ihr keine Benachrichtigungen. Und ja, Leute, ich hätte gesagt, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und Peace! Aber jetzt mal zurück zum Thema, zu meiner geilen Fireblade.